Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Junge Zocker. Es kommt halt zurzeit nicht mehr so viele Videos auf meinem Kanal. Das möchte ich entschuldigen. Aber ich habe ja auch sehr viel Stress zurzeit. Ihr wisst ja, ich habe ja eine eigene Wohnung zurzeit. Und eine eigene Wohnung bedeutet natürlich auch viele Verpflichtungen. Zum Beispiel habe ich halt eine Wohnung gekauft. Das heißt, das ist nicht einfach so, dass man irgendwo zum Immobilienmakler hinläuft. Also man macht das schon. Und sagt, ja, ich hätte gerne Wohnung für 107.000 Euro. So läuft das nicht. Ne? Du musst erstmal das mit der Bank klären, ob die dir überhaupt einen Kredit gewährt. Dann musst du noch diese ganzen Zahlungen machen. Und es ist so stressig, dass ich wirklich sagen kann, sich eine eigene Wohnung zu kaufen, nur zu kaufen, das ist das Stressigste, was ich bisher erlebt habe, muss ich euch ganz ehrlich sagen. So viel Stress hatte ich noch nie im Leben. Purer Stress und teuer. Das ist teuer, eine eigene Wohnung. Ne? Man muss so viele Grundbucheintrag zahlen, Notargebühren, das sind schon einige tausend Euro. Und einige tausend Euro, da hätte ich damals als Schüler 20, 30 Jahre mein Taschengeld weglegen müssen, um das zu bezahlen. Jetzt bin ich Koch vom Beruf, ausgelernter Koch, habe schon viele Jobangebote. Also ich könnte mir jetzt einen Beruf aussuchen, aber ich bleibe jetzt noch bei meiner jetzigen Arbeitsstelle, weil ja, da ist es halt einfach, ist einfach ein tolles Berufsklima. Auf jeden Fall habe ich jetzt diese Wohnung für 107.000 Euro. Ich bin auch schon dabei, den Kredit zu tilgen. Das heißt, mit ungefähr 38 bis 42 Jahren ist diese Wohnung komplett abbezahlt. Und das ist meine eigene Wohnung. Ich zahle schon sehr viel Geld. Das ist eine Menge. Ich zahle da meine 1.000 Euro im Monat. Ja, gute 1.000 Euro. Zahle ich da nur für diese Wohnung. Das Problem, das Gute daran ist ja, bei einer eigenen Wohnung, mich kann keiner kündigen, ne? Mich kann der Vermieter nicht kündigen, dass ich aus der Wohnung raus soll wegen Eigenbedarf. Nein, die Wohnung gehört mir und das ist auch für mich wichtig. Und wenn ich mal alt bin, will ich meine eigene Wohnung haben. So sieht das aus. Okay. Jetzt sind wir irgendwo an so einer Baustelle, keine Ahnung. Ja. Wisst ihr, im Leben wollte ich immer drei Sachen erreichen. Das erste, das hört sich ein bisschen lustig an, ich wollte die Hauptschule schaffen. Ich wollte immer einen Hauptschulabschluss machen, hört sich für viele komisch an, die würden sagen, was, Hauptschule ist ja diese Mindestherausforderung. Nee, nee, nee. Für mich nicht. Für mich war immer klar, ich möchte die Hauptschule schaffen. Und das habe ich auch geschafft. Mit einem guten Durchschnitt. Und dann als nächsten Schritt wollte ich eine Ausbildung anfangen. Mit abgeschlossener Berufsausbildung. Weil ich meine, das Wichtigste im Leben ist, eine abgeschlossene Ausbildung zu haben. Das habe ich. Ich bin Koch. Drittens, ich wollte meine eigene Eigentumswohnung haben. Mein Eigentum. Habe ich auch. Und ja, habe dafür natürlich auch viel gespart. Ich habe richtig viel gespart. Habe auch sehr viel auf der hohen Kante. Ich könnte jetzt meine Wohnung, besser gesagt nur meinen Kredit, könnte meinen Job jetzt kündigen. Und mit meinem Geld, was ich jetzt auf der hohen Kante habe, könnte ich ein Jahr meine Wohnung bezahlen. Ne? Aber das will ich nicht. Ne? Mir macht Arbeiten richtig Spaß. Ich liebe es. Ja, ich finde es so geil, weil wenn man zu Hause rumgammelt, was tut man da für die Gesellschaft? Eigentlich nichts. Ne? Ich meine, wir sind ja nicht geboren, um zu harzen. Wir sind geboren, um zu arbeiten. Ne? Und ich meine, es gibt mir auch viel positive Energie, wenn ich jetzt ein Essen koche für einen Gast und der sagt, hey, das hat gut geschmeckt. Das ist für mich einfach Erfolgserlebnis. Das braucht der Mensch. Das ist einfach was Cooles. Und das macht mir einfach Spaß. Das Lob zu bekommen von dem Gast
Und das macht mich geil. Das macht mich wirklich ein bisschen geil. Hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist bei mir so. Haut auf jeden Fall, verdammte Scheiße, was haut der ab? Auf jeden Fall rein. Wenn ihr auch mal eine eigene Wohnung kaufen wollt, dann muss ich euch wirklich eins sagen, ihr braucht auf jeden Fall einen sicheren Arbeitsplatz. Braucht mindestens so 10.000 Euro auf der hohen Kante und da könnt ihr das gerne realisieren, aber vorher ohne Startkapital eine Wohnung zu kaufen, das endet ja im Chaos, weil ihr braucht ja ein bisschen Startkapital, sonst sagt die Bank, nee, dir gebe ich keinen Kredit. Boah, das gibt's doch gar nicht. Das ist schlimmer als in Call of Duty. Ich treffe nicht mal einen. Eigentlich wollte ich jetzt noch einen töten für euch, aber das funktioniert hier nicht. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Aber einen Kill machen wir noch. Warte mal. Ich meine, so schwer kann das ja nicht sein, in GTA 5 einen abzuknallen. Haut rein, Mann. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Und schaut auch nochmal bei dem YouTuber Steve vorbei. Ist ein richtig cooler Typ. Bis dann. Ciao.